Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute diese schöne Sofagarnitur, bestehend aus einem Dreisitzer, einem Zweisitzer und einem Sessel von der Firma Willi Schillig. Ich suche gerade das Preisschild, um zu sehen, wie die Garnitur heißt. Wir haben überall eins dran, hier ist es. 130,90 heißt die Garnitur, Dreisitzer. Zwei Sitze hoch, Sessel niedrig, in Leder Z7728 Mystik. Ein geiles Leder mit einem super Griff, Longlife-Qualität, pflegeleicht. Das ist sicherlich ein Vorteil. Das ist eine Sitzgarnitur. Ich sitze hier richtig gut unterstützt, hier im Lendenwirbelbereich mit Kopfanlehnung. Durch das tolle Leder mag ich auch hier reingreifen. Kurzer Sitz, also auch für kleinere Leute geeignet. Tolle Sitzgarnitur. Zwei Sitzer, drei Sitzer, Sessel ist man flexibel. Der Sessel wird kleiner, ist auch kleiner. Also es ist keine Lounging-Garnitur, das ist ganz klar eine Sitzgarnitur. Sie können zwar auf dem Dreier auch liegen, auch auf dem Zweier kann man liegen, weil die Armlehne nicht so hoch ist. Aber es ist nicht eine Garnitur zum Lümmeln. Sie wird nicht blockig, weil unten offen. Kontrastnaht macht das Ganze etwas lockerer, macht das Ganze etwas betonter in der Linienführung. Hier sehr schön um die Ecke genäht, rund genäht, sagen wir. Sehr fein gemacht. Nachteil, der hohe Rücken macht natürlich das Wohnzimmer etwas voller. Dreidimensional gesehen wirkt es etwas massiger. Drei Teile, Sie brauchen da schon etwas Platz, wobei die Außenmaße kompakt sind. Und der Preis bei Schillig, Sie wissen es, Schillig ist eine Marke, kostet halt Geld. Aber wenn Sie was Tolles zum Sitzen haben wollen, würde ich das Modell 130,90 in Betracht ziehen. Advertising Profischnapp.de hat diese Garnitur gerade im Shop unter Profischnapp.de online, weil es ein EDV-Fehler ist. Der Kunde wollte den Sessel hoch, die Sofas niedrig. Es wurde der falsche Code eingegeben und das falsche produziert. Deshalb haben wir jetzt die Gruppe zum halben Preis hier in Empfingen oder online unter profischnapp.de. Wann kommen Sie uns mal besuchen? Würde mich freuen. Dankeschön für jetzt und hier. Ihr Lutz Reinhardt und tschüss.